Also sehr imposant sind ja hier gerade in diesem Ort die ganzen Höhlen, Keller, Basements. Und ich fand es natürlich sehr spannend, da drin was zu machen und hatte dann auch gleich eine so eine kleine Höhle entdeckt für mich. In die hatte ich mich total verliebt, weil die sah so schön natürlich aus, also gar nicht wie Menschen gemacht aufs Erste. Ne? Und dort habe ich so ein Rad hinein installiert, was eigentlich so ein bisschen die Zeit symbolisieren soll. Ne? Also so, es geht, also ein Rad, was sich eigentlich dreht, aber man kriegt es in diesem Moment, wenn man nur einmal kurz da reinschaut, nicht mit, dass es sich dreht. Ne? So, das war so ein Gedanke dabei. Also die Zeit verrinnt, die Sachen verfallen, ne? Aber irgendwie die Zeit ist immer. Genau, dann hatte ich überlegt, ich hatte so 100 verschiedene Sticks gehabt, die ich eigentlich wo ganz anders installieren wollte, hatte mir so einen Plan gemacht. Vorher macht man sich immer Pläne im Kopf, ne, was man alles tun will. Und dann hatte ich so im Kopf einen schönen Hügel ohne Wald, einen Blick in den Himmel, nur dieser Horizont. Und dort wollte ich also eine Installation machen. Nun gab es diesen Platz hier nicht. Und so ist jetzt wenigstens was zum vorgeschriebenen Thema geworden, ein Gate, ne, also ein Tor. Dann habe ich diesen Platz hier entdeckt und den fand ich auch irgendwie total wunderschön mit diesen Pilzen hier dran. Mir hat irgendwann mal ein Kanadier gezeigt, dass er diese Pilze immer als Kind bemalt hat. Also man kann die wirklich ganz leicht mit Stöcken einfach, also dieser Schatten, der bleibt ziemlich lange da drauf, der dadurch entsteht, diese Linie. Ja, das fand ich spannend und habe dann halt also diesen Baum, der jetzt so wirklich am Sterben ist, noch so auf seinen letzten Weg, dachte ich, begleitest ihn noch und ehrst ihn noch mal mit irgendwie einer kleinen Installation. Und das ist so die Pilzgalerie, habe ich das genannt hier. Ne? Vielleicht dann nachher hier dieser Blick hier hinten rein, dort habe ich in dieser Höhle noch ein Steintor gemacht. Das ist dann so der Abschied. Ich führe es nicht näher aus. Ne? Also, jeder sieht eigentlich sowieso immer, was er möchte in den Dingen, die da so am Wegesrand lauern.